Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve 2, heute am 31. März um 9.24 Uhr vormittags. In der letzten Folge waren wir auf dem aztekischen Dancefloor, kennt man ja sicherlich, ist allseits bekannt. Die guten DJs, Azteki und das Taco waren auch da mit ihrem neuesten Song. Ja, ne, kennt man ja, also... Ist ja quasi auch einer der besten Freunde, der besten Verwandten von David Guetta, also kennt man das sicherlich. Und ja, also, ich habe jetzt natürlich wieder ein Safe-Set gemacht, weil, ganz ehrlich, von dem Scheißspiel lasse ich mich nicht mehr lumpen. Das kann froh sein, dass ich es überhaupt noch spiele. Drüben stand der andere AMC Dynamo. Also darf ich jetzt nochmal so ein Ding wegpusten? Wo sind wir denn jetzt eigentlich nochmal? Aha, wir sind jetzt da. Das Ding ist ja... Oh, das ist ein fucking Kreis... Nee, Moment. Doch, ich kam doch von links, ne? Ja, ich wollte schon sagen, soll ich mal auf die Insel gehen, aber kommen, das ist Parasite Eve 2. Wahrscheinlich muss ich da eh selber irgendwie hin. Also, von daher... Wahrscheinlich muss ich das jetzt erst irgendwie triggern, oder passt das schon? So, was haben wir hier? Eine Holzkiste. Drinnen sind Patronen. Wow, geil, Alter. Weiß gar nicht, ob ich sie gebraucht habe, aber ja, schätzungsweise schon. Was für ein Lärm. Was ist das für ein Gerät? What is this? Drüben stand der andere. Ein und dasselbe Gebäude. Ja, ja, und hört sich an wie ein Stück. Aber ja, und jetzt? Und jetzt? Oh, und jetzt? War das einfach nur dafür da, um den anderen Raum jetzt aufzumachen oder was? Ach so, stimmt ja, da geht's ja noch hoch. Sorry. Aber ja, Moment. Das ist ja dann. Naja, zweite Etage, Fragezeichen? Also, ja, offensichtlich, aber naja, egal. Ich dachte jetzt, das ist dann das auf der Karte, das Rechte und so. Und naja, ist auch egal. Wird sich schon irgendwie... Ah ja, guck, erschließen. Und dann werde ich dann natürlich jetzt nicht wie so ein Bekloppter raufballern mit dem Granatenwerfer, weil... Der sich ja nicht wehrt. Oh, jetzt kommt die scheiß Virus-Dingsi-Bumsi. Mein Gott, fick dich, ey. So... Hatte ich's aus... Ja, Mann! Ich hasse sowas. Ich meine, klar, andererseits... Ach so, stimmt, das ging ja nicht. Ja, kostenlose Virenprogramme, denen sollte man das auch erlauben. Aber warum macht ihr das immer, wenn ich aufnehme? Ich schwöre, ich bin jetzt schon wieder 7-8 Stunden wach. Er hat das nicht einmal gemacht. Warum denn immer jetzt... Oh, Giftschaden, Moment. Da muss ich ja nur warten, wollte ich gerade sagen. Nee. Ach ja, einfach raufballern, nicht viel nachdenken. Ach so, warte, ich könnte... Nee, MP kann ich auch nicht einsetzen, das habe ich nicht genug. Ach ja, warte, da war ja was von wegen andere Ziele. Es kann auch sein, dass er wieder von irgendwas geschützt wird und ich dann mit den Pistolen raufballern kann. Da beispielsweise... Er hat quasi eine Art Schild. Ist da noch was? Ja... Könnte sein, aber ganz ehrlich, wenn ich den Schaden hier zusammenzähle. Ach ja, hier, guck. Ja, okay. Ja, dann passt das. Ja, ich will halt nicht so viel Granatenwerfer verdammeln. Ich hatte mir eine Menge gekauft, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Oh, she's sweet, but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my mind. Oh, she's a bit of a psycho. So she's right though. At night she's screaming. I'm on my mind. Ich empfehle das Cover von Donald Trump. Das ist so geil. Finde ich besser als das Original, ey. So generell wahrscheinlich, weil man dann auch einfach eine Bindung zu ihm hat. Ich zumindest. Ich finde den ja super toll. Da werden sich jetzt wahrscheinlich die Barriere ist weg, auch die Gemüter. Ach, das hast du damit immer mit dem Tipp gemeint. Ich spüre ganz unten noch Energie. Da werden sich jetzt die Gemüter wieder spalten. Aber ja. Trump ist derjenige, der uns entweder alle retten wird oder alle in den Chaos, ins Chaos stürzen wird. Weil... Momentan wissen wir leider noch nicht. Als sie am AMC starb, konnte ich ihre Gedanken lesen. Und was hat er gedacht? Ich muss noch Klopapier kaufen. Ein Leben mit Präparaten, ein Leben ohne Schmerzen. Ich war glücklich. Was habe ich denn verbrochen? Ich war für die anderen da. Ich will nicht sterben. Das ist schon traurig.
Wahrscheinlich würden Tiere das dir auch sowas sagen, wenn du sie verstehen könntest, wenn du ihre Gedanken lesen könntest. Ein Wesen, das Leben schenkt, eine Maschine, die den Tod meidet. Sie war beides und doch keines davon. Man kann Begierden nicht mit Scheinheiligen vertuschen. Sie gewinnt nichts, verliert aber auch nichts, wie feige. Unter Leben verstehe ich etwas anderes, ja. Das Wertvolle am Leben ist ja, dass man nicht ewig lebt und dadurch lebt man jeden Tag, als wäre es der letzte. Also sollte man zumindest. Das ist auch meine Einstellung dazu. Was habe ich gerade gesagt? Hatte ich meinen Gedankengang beendet? Ja, ne, also Trump ist entweder. Ja, komm, das kann ich jetzt nicht ausbreiten. Oder ich weiß nicht, habe ich es in diesem Let's Play gesagt? Es gibt ja einen tiefen Staat, meiner Meinung nach, und. Das Ding ist, man weiß jetzt nicht hundertprozentig, ist Trump jetzt, spielt er den tiefen Staat aus oder arbeitet er selber auch für den tiefen Staat? Das ist halt so das Problem, dass er macht das halt so gut, dass man immer bei jeder neuen Entscheidung, die er trifft, sieht es dann entweder sehr positiv oder sehr, sehr negativ aus. Drüben stand. Achso, nee, das geht gar nicht. Ich dachte, ich könnte da noch eine Tür aufmachen. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig, da muss man vorsichtig sein. Weil er wurde ja auch so von allen gebasht. Das ist, ehrlich gesagt, ein gutes Zeichen. Aber dann wiederum, man kann es ja nie hundertprozentig wissen. Das kann ja alles Teil des Spiels sein. Bla 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 bla. Ja, was mache ich denn jetzt? Die Barriere ist weg. Jetzt muss ich den Erzeuger finden. Deinen Erzeuger? Versuch's mal mit Vermisstenanzeige oder so. Ich versuch mal auf die Insel zu gehen. Also die AfD kann ja potenziell auch einfach ein Ablenkungsmanöver sein, ne? Also immer schön skeptisch, immer schön realistisch bleiben, Leute, aber ich tendiere eher dazu, zu glauben, dass Trump auf unserer Seite ist. Ja. Und dann gibt es halt so einen YouTuber, der hat so 2,2 Millionen Abonnenten und der macht halt immer Trump-Covers und die sind so gut, die sind so gut. Oh. Was mache ich hier? Ich weiß nicht. Ja, Gott. Ich wollte eigentlich raus. Wie bin ich dann reingekommen? Da ist ja. Ja, was mich halt verwirrt, ist, dass da links wird mir auf der Karte angezeigt, dass es rausgeht. Aber ich. Hier ist gar keine Tür. Ja. Ferner von dem, während ich den Weg suche, ich habe natürlich gestern Persona ausgepackt. Ganz klar. Ich finde es super, ne? Dass die. Steelbook Edition der Royal-Version golden ist und die der normalen Version war ja silber. Finde ich echt cool. Hat einen schönen Kontrast. Ja. Oh, she's sweet, what a psycho. Little bit so. Jetzt bin ich wieder hier, aber irgendwie wollte ich doch. Ich weiß nicht, wieso ich nicht auf die andere Seite komme. Ist aber auch egal. Ich kann es ja mal mit dem Fahrstuhl versuchen. Hat die da nicht auch was von der Barriere gesagt? Übrigens, ich habe lange keinen Speicherpunkt mehr gesehen. Kein legitim. Hatte ich sie schon mal versucht? Kein Zutritt von außen, komischer Aufzug. Ja. Ihr lasst mich echt nicht, ne? Okay. Okay. Ha. Naja, gut. Versuchen wir mal auf die Insel zu gehen. Jetzt muss ich den Erzeuger finden. Den guten Erzeuger. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße, ey? Ja, ist ein fetter. Ja. Oh, Leute, ihr geht mir so auf den Sack. Also, wenn der fette hier ist, dann ist es ja schätzungsweise gut, oder? Ausweichen. Sehr gut. Flatsch. So, hier müsste dann doch das sein. Eine kleine Insel. Von hier komme ich nicht rüber. Wie dann? Wie dann? Also wir haben jetzt irgendeine Barriere kaputt gemacht. Aber ich wusste noch nicht mal, dass eine Barriere da ist. Oder habe ich es einfach nur vergessen? Hä? Das ist wirklich wie so ein scheiß Point-and-Click-Adventure hier. Nee. Aus jetzt hier. Nee. Ja, links ist noch was, aber. Ach, keine Ahnung. Erstmal weggehen hier. Ich muss wohl gleich mal wieder, ja gleich mal wieder, einfach mal nach gucken. Pyramide. Ja, komm, scheiß drauf. Ich hab keinen Bock mehr. Ich
Ich hatte gestern auch keinen Bock mehr, aber jedes Mal denke ich mir einfach so, komm, du musst mich doch jetzt mal hier so ein paar Minuten spielen lassen, oder? Aber nee, das wär komplett unrealistisch. So, du gehst da rein, du machst es kaputt. Du gehst wieder zurück, ganz zurück. Was sind das jetzt hier schon wieder? Das ist ein Fahrstuhl. Wo kommt der her? Also du bist da lang gegangen. Okay. Immerhin ein bisschen vorgespult. 2-3 Minuten wieder vom Speedrun geschafft. Lul. Alter, wie lange das lädt. Okay, du gehst also wirklich ganz, ganz, ganz zurück. Die Stelle kenne ich. Und dann gehst du dahin. Oh, go down. Ach ja, wenn man ja vorher nur hochfahren konnte oder was. Also war es das jetzt? Was ist mit der Kackinsel? Oh, wahrscheinlich. Oh nein! Oh Gott, wahrscheinlich muss ich dann später nochmal hier hinlaufen. Oh, dieses Spiel ist so schäbig, Mann. Ohne Spaß. Das hat ja schon fast was von Galarian's Ash. Das hatte wenigstens noch so ein bisschen Story, ja? Das hat sich doch minimal storytechnisch Mühe gegeben. Warum muss ich die immer hier penetrieren? Die gehen mir so auf den Sack. Warum bin ich jetzt eigentlich voll? Hat ich mich geheilt oder so? Das ist gerade gar nicht mehr. Nein. Ja, wer konnte... Ich hab's ja auch nicht gesehen. Wir hatten das Thema schon. Wir hatten das Thema schon. Oh ja, natürlich nochmal. Ja, und dann hast du's. Dann hast du das. Ja. Ja, ich hab's jetzt angefangen, deswegen will ich es auch beenden jetzt. Ja, das war's. Apropos, was sagen denn meine Erfahrungspunkte? Aha. Das geht ja nicht hoch. Das ist ja das Maximale. Ja, dann mach mal hier Anti-Body, ganz ehrlich. Ich hab alles, was ich brauche. Baller ich einfach hier rauf. Passt schon, ne? Ja. Jetzt habe ich wieder volle MP, okay. Ja, kann ich sonst irgendwas spontan erzählen? Ach ja, was das Persona Royal Let's Play an sich angeht. Ja, ich weiß nicht, ich bin so im Zwiespalt. Ich hätte jetzt schon Bock drauf, ne? Man sollte dann natürlich immer die Lust nutzen, ganz klar. Aber ich habe halt Persona 2 noch nicht durchgespielt. Und das ist auch so schwierig, weil eigentlich wollte ich das ja als erstes hochladen. Aber dann habe ich jetzt halt dann Ape Escape durchgespielt. Und das hier durchgespielt. Ich weiß nicht. Also ich habe ja von Persona 2 schon 90 Parts. Aber ja, das ist es halt. Das ist halt noch nicht vorbei. Naja, jetzt muss man erstmal wieder in die Mitte kommen. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ich hasse mein Leben. Also eigentlich hasse ich gerade ihr Leben. Ja, ne, und deswegen, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, weil das ist halt auch ein starkes Stück, ein krasses Let's Play. Und ich weiß so, dass... Ich werde dafür sowieso mindestens ein halbes Jahr brauchen. Und so, ist alles schwierig. So, was machen wir jetzt? Ne, ich will keine Vorführung. Ich will wieder zurück... Aber wo ist das? Wo ist das? Oh. Wo ist das? Was ist das hier? Oh Mann. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich hasse dieses Spiel so sehr. So, oh, danke schön. Danke. Vor allem, habe ich es gesagt, ich würde sie auch auf Ultra Hard spielen. Deswegen, ja, also, da muss man dann auch schon richtig am Start sein. Passiert jetzt was? Dürfte eigentlich nicht. Er wird einfach heftig ge... Oh, doch, tatsächlich. Was haben wir denn hier? Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Wahrscheinlich ist wieder der Emulator verbuggt oder so. Da war ja irgendwas... Hier wurde ja irgendwas mutiert, irgendwas gemacht.
Okay, das soll so sein, ne? Oh nein, irgendjemand lässt die jetzt frei. Oh mein Gott. Wie kann er nur? Mann, ey, das war aber ein böser Bobble. Oh, ist das eine richtige Sequenz? Ja, ne? Endlich mal passiert hier mal wieder was. Ja, also da haben wir Peter 1, Peter 2, Peter 3. Das sind die ganzen Leute, die sich jetzt einfrieren lassen und dann später aufgetaut werden wollen, wenn die Menschheit es geschafft hat, unsterblich zu werden. Also wenn man sie dann auf künstliche Körper stecken kann. Ah ja, das könnten die Super-Ultra-Hardcore-Gegner sein. Ich hab mal, als ich hier so ein Hiss-Video gesucht habe, habe ich die auf Nightmare-Mod geschaltet. Beziehungsweise ich glaube, dass der Speedrun gerade auch der Nightmare-Mod ist. Und da habe ich schon diese Gestalten gesehen. Das heißt, wenn du auf Hardcore spielst, kommen dir die Gestalten direkt schon von Anfang an vor die Flinte. Also quasi die Ninja Turtles von Resident Evil. Ja, war ja... Ups! Okay, krass. War ja auch nicht brutal genug bis jetzt. Erstmal direkt heilen. So, Leute. Ich beweise jetzt Orientierung und sag euch, dass ich... hier hin muss. Nein, Spaß. Ich hab's ja eben nachgeguckt. Gucken wir nochmal ganz kurz. Okay. Ja, da ist ja auch der Punkt. Ich dachte jetzt irgendwie, dass vielleicht wieder alle Räume rot sind. Scheint nicht so. Moment. Ich kann mir ja jetzt wieder was kaufen, ne? Breeding Room, Laboratory. Frage ist, wo das war. Oder generell mal speichern, nachdem ich 500 mal Fake gespeichert habe. Armory, da. Oh, wie bin ich da nochmal hingekommen mit dem Fahrstuhl runter? Armory, da ist dann auch. Aber da muss ich dann aufpassen, dass die... Erstmal gehe ich rüber und speichere normal, damit mal hier wieder ein bisschen Spannung reinkommt. Ja, wenn ihr mich jetzt mit Rätseln und so weiter in Ruhe lasst, dann ist okay. Dann akzeptiere ich das jetzt. Dann werde ich auch nicht, wenn ich verrecke, cheaten oder so. Aber ansonsten... Aha, also eine Barriere. Ich sag nicht, dass AMCs schwach sind, aber der wahre Feind ist der Typ mit der Barriere. Hör gut zu, jeder Gegner hat eine Schwach... Das sagst du mir jetzt am Ende des Spiels. Finde erst einmal die Schwächen des Gegners heraus. Wow. Wow, also Ash hat das ja direkt gelernt bekommen, oder? Oder nee, ich glaube, das hat er sich selbst beigebracht. Gegner haben Schwächen, da wären wir wieder bei Personen, aber ja, das ist halt, es wird halt nicht so ein krasses Schere-Stein-Papier-Prinzip, schätzungsweise. Ich könnte auch einfach beides parallel spielen. Was ist da mit Final Fantasy 8? Oh Gott, das habe ich auch schon wieder 2-3 Wochen lang nicht gespielt. Genau. Aber ja, Final Fantasy 8 ist für mich halt auch so wie so ein Anime, ja. Das ist einfach, das haust du dann mal wirklich so für 5-6 Stunden im Monat rein und dann ist es gut. Also nicht, weil es schlecht ist oder so, dass man dann eine Pause braucht. Aber ich finde es ganz nett, so wie ich es tue. Vor allem kommen dann ja auch manchmal aktuelle Sachen, passieren irgendwas passiert dann auf der Welt und dann kann man das auch immer schön einbauen, finde ich. Wie beispielsweise diese Regina oder wie sie da hieß, dieser Sturm. Hier ist da ein ID-Schloss. Nee, Moment, ich mache doch schon wieder irgendwas falsch. Ist das der Fahrstuhl? Ja, ich denke, das war der erste. Ich glaube, es war der erste. Ja, der erste. Und dann kann ich da hingehen. Und immer wieder den langen Weg in Anführungsstrichen. Na klar. Kommt ihr jetzt? Ich weiß es nicht. Ach, muss ich, ja. Ja. Ist es das, was dich geil macht? Ist es das, ja? Huch, da ist ja noch einer, oder was? Die kotzt mich alle so an, Mann. Ach so, scheiße, ich muss sagen, ich hab nichts mehr. Wow. Sie können zaubern, ihr Bastarde. Natürlich Lenkraketen-Style. Oh, Junge! Drück doch! Oh, ich kann ihn nicht anvisieren. Ach so, weil ich blind bin, ja dann. Dann ist ja gut, dann ist alles okay, warte. Wenn ich dann...
zwei davon habe, kann ich mich ja heilen. Ich glaube, das war. Nee, immer noch das Blaue. Wann lerne ich es endlich? So. So, papa, papa, oh Gott. Naja, egal, wenn er gestunt ist, dann passt das, aber er kommt bedrohlich nah. Oh nein! Ach, danke. Ja, ne, kann man mal machen. Ich muss mittlerweile so viele Bounty Points haben, unglaublich, ey. Ui! Habe ich da spontan. Moment. Moment. Ja, das Ding ist ja, es sind ja manchmal mehrere Layer, ne? Und bei diesem Flackern verliert das Spiel seine Layer. Und habe ich gerade. Leute, ich habe mir das noch nicht eingebildet. Die war gerade halb nackt, oder? Ah, nein, jetzt ist ja der nächste Babbo. Ja, komm, ich muss ihn nur überleben. Aber warte, ich könnte ja natürlich auch einfach den machen. Ja, oh Gott, Alter. Nee, danke, du. Nee, danke. Vielleicht doch. Ich drück schon wieder die falschen Tasten. Puff. Ist natürlich fies, wenn ihr Mutterficker dann hintereinander das macht. Habe ich. Ich sehe. Ja, ich. Ja, oh nein. Ja, geil. Oh. Da hat aber mein Giftschaden anscheinend gewirkt. Mann, ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Weil man kommt da dann auch nicht. Ja, wo soll ich da hin? Man kommt da dann auch nicht durch. Weil, ja, ne? Einer ist ja nicht fett genug. Irgendwie muss ich da an so ein. Stelle ich mir gut so als Werbespot vor. Big Mac, weil einer nicht fett genug ist und jetzt habe ich keine Munition. Warum habe ich keine Munition mehr? Ach so, ich kann durch Gegner durchlaufen. Das hätte mir mal jemand früher sagen sollen. Jetzt wollte ich auf die Karte gucken, aber die gibt es natürlich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es hier war. Hoho, hihi, huhu. Ich sollte ja genug Geld haben, das passt schon, oder? Bin ich jetzt hier richtig? Nein, natürlich bin ich nicht richtig. Das war auf der anderen Seite. Oh Gott, ey. Ah, das Kämpfen macht mir auch keinen Spaß mehr, Mann. Ja, natürlich sagt er direkt wieder Hallo. Es steht auch, stand der Feuer schon da? Oh, komm, Alter. Oh. Es ist einfach nur noch. So. Kann ich mir nicht direkt so eine Ringermischung kaufen? Das würde vieles einfacher. Sieht nicht so aus. Okay, dann nehmen wir hier ein Level 2. 6666. Ach du Scheiße. Wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. So, MP-Wasser. Wobei ich hätte auch so MP-Wasser kaufen können und mich dann heilen können. Ich weiß nicht, ob sich das so rentiert. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich jetzt zweimal Ringerlösung? Ja, das habe ich. Muss ich noch mal reingehen. Nochmal. So, gleich direkt mal dreimal kaufen. Einmal einsetzen. Das macht mich immer noch nicht voll hier. So, und dann bin ich mal so frei. Zack. Okay, ja, mit der krassen Kohle könnte ich mir eigentlich jetzt noch mal so eine krasse Waffe kaufen, oder? Der Hammer? Eine Blabla-Volt-Shotgun, Bauteil. Aber ich hab doch. Ja, ich hab die aber nicht, Leute. Oh Gott, nee, das wird nichts. Ach ja, übrigens, die Folge ist ja schon vorbei, ne? Ja, ich überziehe gerade krass. Upsi, pupsi. Ja gut, Leute, dann würde ich mal sagen, was das für mit Let's Play Palutative 2. Wir haben mal wieder sehr, sehr viel geschafft. Na, toll. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal hier umrüsten, Munition und so weiter kaufen und wahrscheinlich durch die Gegner durchlaufen, wenn das möglich ist. Habe ich ja nicht so gewusst. Das würde natürlich aber auch den Speedrun erklären, warum der so schnell ist. Ja. Genau. Ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. See ya.